Und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video. Heute geht es um Erste Hilfe. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, bevor er es überhaupt skillen will, was, warum brauche ich Erste Hilfe? Na ganz einfach, Freunde, wenn wir jetzt wieder in Legion neu starten, leveln, Inis machen etc., da kann Erste Hilfe wirklich sinnvoll sein und eventuell lässt sich damit ja auch ein bisschen Gold verdienen. Deshalb würde ich, wenn ich euch wäre, vorbeugen und einfach mal Erste Hilfe skillen. Wenn ihr Erste Hilfe erlernt habt, das Rezept gibt es dann, sobald ihr das quasi erlernt habt, auch in Draenor, dass ihr es wieder von 1 bis 700 habt. Dann geht es ganz einfach, Freunde. Und zwar, ihr braucht nur diesen Seeskorpion und macht damit Heiltonikum. So, ich mache das Ganze jetzt mal vor und lasse es hier mal schnell durchskillen, schnell durchlaufen, während ich nebenher mit euch noch ein bisschen durch die Weltgeschichte laber. Und zwar könnt ihr auch somit natürlich noch Gold machen. Ihr seht hier Auktion, 1 Gold, 90 ist das Ding wert. Ihr braucht 10 von diesen Seeskorpionen und bekommt dann 4 Einheiten, später sogar mehr, wenn der Skill höher ist. Und im Moment ist dieser Seeskorpion die Fische halt sehr, sehr wenig wert. Ich weiß nicht, liegt es an meinem alten Guide mit dem Angeln, dass ihr an viel Gold rankommt, oder liegt es an daran, dass das Add-on jetzt einfach so weit ist, dass man halt in letzter Zeit weniger Mats braucht und ja, Leute halt vielleicht aus Langeweile farmen oder gibt es Bots, keine Ahnung, ist auf jeden Fall günstig, Freunde. Und ihr seht, wir haben schon Skill 200 erreicht. Das geht echt flott, also es ist wirklich fix, ist eine super Sache und kann euch noch Gold bringen, ist aber eigentlich mehr als Vorbereitung zu Legion wirklich gedacht, dass ihr dann da schnell abgehen könnt und richtig Gold macht und natürlich... Jetzt schreibt hier gerade einer GZ in der Gilde, der Fizzle, da schreibt man nochmal Dankeschön. Natürlich ist es auch dafür gedacht, dass es euch weiterbringen soll, dass es im Raiden natürlich was bringt, in den Instanzen etc. Ihr wisst ja, viele von euch wissen vielleicht schon, dass diese Mythic Dungeons nach oben skalieren in Legion. Das heißt also, es wird immer schwieriger, ihr könnt da verschiedene Level abschließen und bekommt danach auch besseren Loot, je höher ihr die Instanz abgeschlossen habt. Das heißt also, je mehr ihr euch darauf vorbereitet und wirklich alles gebt, das kann man schon wie ein Challenge-Mode sehen, je mehr ihr da optimiert, desto besser ist natürlich später euer Gear und das ist natürlich auch was Schönes. Ihr seht, wir haben schon 500, die Skill-Höhe erreicht 500, das ist echt nice, echt schnell und wirklich günstig. Schauen wir mal, gleich haben wir die 600. Und jetzt wird es gleich, glaube ich, runtergestuft. Man kriegt nicht mehr so viele Skillpunkte. Im Moment kriegen wir 5 Skillpunkte für einmal dieses heilsames Tonikum herstellen. Da rennt es natürlich nach oben. Ihr seht, wir haben jetzt schon 670 Skillpunkte, 680, 90, 96 und wir haben die 700. Ganz easy erreicht. Jetzt fragen sich manche vielleicht, wie viele Fische brauche ich dafür? Ich möchte es kalkuliert haben. Dann schaue ich mal hier in mein Handy rein. Minus 1000, was haben wir? 860? 1860 gleich. Das heißt, ihr braucht 1410 von diesen Fischen. Ja, das ist wirklich nicht viel. Geht ins Auktionshaus, holt euch die Fische und levelt einfach mal ganz easy Erste Hilfe. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr es vielleicht nicht wusstet oder wenn ihr es schon wusstet, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, ob euch das Ganze schon Gold gebracht hat. Mir persönlich hat es in Warlords of Draenor das Erste Hilfe schon mega viel Gold eingebracht. Ich hatte es jetzt auf dem Char noch nicht. Deswegen dachte ich einfach, weißt du was, machen wir das kurz. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich freue mich schon aufs nächste Video, wenn es wieder heißt Gold, Gold, Gold. Also, bis dann. Ciao.